Und damit guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Wir sind wieder zurück hier bei Dayscom. Schön sieht es aus. Eigentlich sollte ja schon gestern und vorgestern eine Folge kommen. Aber naja, irgendwie ging alles schief. Beim Landwirtschaftssimulator sind die Speicherstände hops gegangen. Und bei My Time at Portia. Tja, leider ist dieses Spiel mächtig verbuggt. Deswegen. Jetzt. Oh, Scheiße. Ich muss fitter werden. Genau. Spielen eine Runde Days Gone und dann sehen wir noch weiter. Ich denke, dann geht's weiter. Ich hoffe, dass. Fast geschafft. Es macht weiter. Fast. Landwirtschaft, das Glück haben und es gibt neue Karten. Aber so lange spielen wir hier. Ansonsten werden wir da wohl auf den Standard-Top gehen, weil es halt einfach besser zum Chillen ist. Scheiße, bringt mich um. Wo steht ich doch mal? So, also. Okay, das hätten wir auch schon letzte Folge geschafft. Gut, haben wir die Quest jetzt abgeschlossen. Wer ist mein Bruder? Jo, fortfahren. Okay. So, wir müssen also zurück zum. Ne, hoch auf den Berg. Haben wir dafür eigentlich Munition? Ja, neue Fertigkeitspunkte. Schön. Nach unten. Fertigkeiten. So, die Plastik wird mal wieder lauter. Das bedeutet, wir nehmen wir. Ja, da brauchen wir echt zwei Punkte. Ach nee. Hä? Haben wir nicht schon einen benutzt? Ach hier, wir haben wir überleben, glaube ich. Genau. Hier. Dann wollten wir das machen. Okay, müssen wir noch sparen. Die Plastik treten wir wieder durch. Wer nützt denn nichts zu überhaupt? Warum sehe ich? Achso. Okay. Jetzt mal zum Motorrad schnappen, wo wir das denn? Das finde ich wiederum ganz cool, weil es natürlich lauter ist. Das Motorrad bleibt exakt da, wenn man es abstellt. Hier gleich mal ein bisschen Sprit mit. Ja, noch irgendwelche Teile. So. Moment. Also, mein Teil mit Portia hat ich ja schon gesagt. Gibt es denn aktuell so mehr oder minder Bugs? Ich habe dann noch ein Familienmitglied, das ist schon wesentlich weiter vorangeschritten als ich und kommt halt einfach nicht weiter, weil die Hauptquests nicht funktionieren, weil irgendwo Gegner nicht da sind und so weiter und so fort. Deswegen werde ich da wohl erstmal warten, bis das nächste Update kommt. Hoffentlich bald. Ansonsten geht es halt erstmal nur hier weiter mit Days Gone. Tanken auf. Ach so, ist voll okay. Mit Days Gone, ja. Und wir werden jetzt mal gucken, was wird schon in der Nacht. Gar nicht so cool. Days Gone und halt Landwirtschaft zu bauen. Ist halt mehr zum Chill. Heute werde ich St. John und Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wieder hergestellt. Verstanden. Vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Scheiße, ich soll nicht. Vielleicht noch was anderes auf Tasche, was wir vielleicht suchen können, was wir nicht sehen. Müssen wir gucken, ist auf jeden Fall ein nicht entspannteres Spiel, aber ruhiges. Bushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. So, okay, steckt immer voll weg. Okay. Kampf und Flucht, manchmal ist wirklich auch die beste Strategie. Wenn du genug Ausdauer hast, drück L3, um zu sprinten. Warum kommt dieser Tipp ausgerechnet jetzt?
Boseman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden Einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Die Ende. Was zum Teufel? Das sind Menschen. Ich sehe dich da drüben. Hey, Achtung! Das geht nicht, das geht nicht. Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Boseman, alter Bruder, ich komm rum. Wissen wir jetzt, wo ich bin oder bin ich versteckt? Okay, ich scheine versteckt zu sein. Er ist hier irgendwo. Ja, irgendwo bin ich. Was ist das mit mir? Ich muss mir echt noch versammeln. Okay, und? Da drüben. Er versteckt sich da drin, ich weiß es. In die Büsche treten! Danke, manchmal ist es halt doch nützlich. Jetzt muss ich erst mal gucken. Bin ich gleich hier reingekommen? Ach so, was? Okay, da haben wir keine Munition. Da ist doch jemand. Okay. Also zwei haben wir los, wenn ich das richtig gesehen habe. So, komm mal her, wir machen jetzt einfach Schritt für Schritt. Komm mal in den Busch. Ich weiß nicht, wer animiert denn sowas, dass die so komisch ran. Also, ganz ehrlich. Wo hinten hin? Ich denke, der könnte zählen. Da unten, ich sehe ihn noch. Da ist er noch. Zum Teufel ist der hin! Jetzt. Da wieder einer. Freaks! So, locken die mal an und nutzen die gleich mal. Gesicht der Schuhe für die Tunnel oder was? Muss es aber auch ein bisschen blöd. So, okay. Nein, nein, wir wollen nicht gegen Freaks kämpfen. Echt jedes Mal diesen Stein hier so auswählen. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen blöd. Weil ich finde, die sind irgendwie gar nicht so richtig helle. Was ist denn jetzt hin? Irgendwo.
Da unten haben wir schon einen. Jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Da ist noch einer. Nicht so viel im Camp gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin echt noch gut. Also so richtig mit dem System check ich es noch nicht. Ich werde mal so eine Brennfalle nutzen. Hier ist doch eine Falle. Kann ich das eigentlich deaktivieren? Ja. Ich habe es ja gesagt, manchmal ist das Spiel noch ein bisschen ziemlich merkwürdig. War doch was. Hinter den Bäumen?
checkt. Ja, also. Lass mich den jetzt im Inventar. Das war der letzte. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Also. Ja, als jetzt im Inventar wollte ich irgendwie gar nicht. Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Das ist doch immer hier aus. Danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Bushman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Amt verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Usa, Ende. Was haben wir denn da? Habe ich keine Munition dafür? Los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buser. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Da ist einer. Ich? Hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Bushman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Deke, das wäre mir echt wichtig. Ja, Bosa. Jetzt ruh dich aus. Deke, ein Ende. Okay, was ist denn gut? Deke, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Dick. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich. Schon gut, ich finde ihn. Das war da auch schon orange, glaube ich, nicht. Weil irgendwie läuft es halt gar nicht so, wie ich das kann. Mal gucken, wo ich überhaupt irgendwie hinkomme. Schön sagt. Ich glaube, mein Bett ruft mich.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die Folge ging immer drunter und drüber. Ich muss mich echt noch reinputzen. Ich sage auf jeden Fall mal bis morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Alles klar. Okay. Los geht's.